Was ist das für eine Pflanze hier? Sesswa-Drachen. Ach so. Ein Drachen. So, da ist der Drache. Hüpf. 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 Einsammeln. Ein Sesswa-Drachen? Oder? Den vermisst doch jemand. Scheint... Ah doch, da ist jemand zu Hause. Na dann. Runter mit dir. Ja. Mit dem Bogen kann ich doch bestimmt auch den Heli wegballern. Da ist dann gleich Verstärkung da oben, ne? Als ich noch Anfänger war, mochte ich die Mission sehr. Die war nicht ewig lange. Okay, verstehe. Mal gucken, weil hier kann ich mich doch bestimmt sehr gut reinschleichen. Da ist ein Sniper. Oh oh. Oh oh. Nicht abstürzen. Läuft er hier außen? Ne, das innen. Okay. Ja, hier ist einer draußen. Ne. Das täuscht nur. Ja, ich hab sie alle erfasst. Hat es so den Anschein. Ein Loch? Nee. Ja klar, ich kämpfe im Allgemeinen nur mit Navi-Waffen. Okay. Ja, bei der RDA nutze ich gerne die Schrotflinte. Weil da ist es dann eigentlich Latte. Oh. Mal gucken, wo wir da reingehen. Oh, oh, oh. Die ganze Zeit diese Exopacks zu tragen. So. Jetzt musst du die Exopacks nicht mehr tragen. Ein Danke wäre nett. Oh, oh. Oh. Zu laut. Löst Alarm aus. Ich kämpfe lieber leise. Ja, ja, ja. Also ich meine... Oh, fuck, Alter. Ich meine dann eher, wenn es dann um den Kampf geht. Also wenn es schon soweit ist. Ich dreh mal eine Runde. Ja, ich dreh mal eine Runde. Alter. Komm, dreh dich um. Dann noch einer. Naja, ein Mensch. Ich glaube, mit dem Bogen kann ich dem getrost hinten auf die Schwachstelle schießen, ne? Wenn ich mal die Gelegenheit kriege dazu. Oh. Da ist kein Glas dazwischen. Du meinst hier, aber nicht, dass ich dann das Geländer treffe, anstatt durchzuschießen und dann ein Problem kriege. Hm, hier rein.
Kommt da noch? Ah ja. Oh shit. Suits, meinst du die Max? Ich würde mich nicht mit einem Pyro anlegen. Sie sehen gespürt. Oh, Digga. Ey, das ist aber. Ich glaube, das erste Mal, dass wir hier einigermaßen was töten können. Konzentriert bleiben und Gelände absuchen. Wir haben eine Belohnung zu finden. Na dann such mal. Oh, das ist so einer. Gewesen. Oh, der lebt noch. Oh. Oh, oh. Die haben mich gesehen. Hast du Fadenkreuz? Hast du nicht? Doch, hast du. Wo ist ein anderer? Da. Boah, der hat einen Raketenwerfer. Komm, steh auf, Digga. Steh auf. Oh. So. Der Bogen macht doch gleich viel mehr Spaß. Aber sowas von. Das ist ja echt geil. Das war schon ein Gegner? Jetzt nur noch den Heli? Wie geil ist das denn? Kann ich ja gar nicht glauben. Und eine fette Basis jetzt mal. Ohne Spaß. Ah, da oben. Könnte ich vielleicht von hier erwischen. Vielleicht aber auch nicht. Boah, das ist zu hoch, oder? Boah, nee. Boom. Ich habe Dinge gehört. Nee. Ja, geil. Können wir da mal reinspazieren? Wenn wir die Tür finden. Da kann man runter, ja. Kann man kurz gucken? Ja, komm hier, nimm mal mit. Die können wir bestimmt gebrauchen. Also natürlich können wir die gebrauchen. Hier geht's rein. Machen wir mal Waffe weg. Eingabecode. Ah. Brauchen wir gar nicht. Hat funktioniert. Bin drin. Gut. Gibt es noch mehr Nachrichten? Trophäensammler. Ich glaube ja nicht. Er ist voll. Wer will sowas? Ekelhaft. Mhm. Okay. Doch, hier ist noch eine Kiste. So. Dann checken wir mal die Mailbox.
Oh, fuck, Alter. Komm, geh da rüber. Ja, ja. Wo ist das Ding? Da. Zack, 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 zack. Zack, zack. Haha. Harding, was ist denn bei Ihnen los? Die Blauen wehren sich ein bisschen, so wie immer. Klartext. Ich hab die Berichte. Wir wissen, wo es Unmengen Sakroknochen gibt. Mehrere Container davon. Einen ganzen Frachtraum. Jagen Sie ruhig Ihren verdammten Schätzen hinterher. Aber falls wir dadurch Probleme bekommen, war's das. Verstanden. Ich ziehe mich zur Förderanlage zurück. Ich werde mehr Platz zum Manövrieren brauchen. Wie Sie meinen. Mercer, Ende. Mercer klang nicht erfreut. Er möchte, dass Harding sich auf die RDA konzentriert. Vielleicht hört sie jetzt auf mit der Jagd. Sie wird ihre Beute nicht einfach aufgeben. Aber diese hier wird sie verlieren. Genau. Not with me. Ich hoffe, das war Gewitter. Da brennt's. Na, ja, Masken. Ja, das war Gewitter. Ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Okay. Können wir noch ein bisschen nach Loot gucken? Wie geht's denn dahin? Hätte ich mich da reinschleichen können? Ja, aber so was von. Da haben wir noch eine Kiste liegen. Ist voll, ist voll. Miau. Gehüpft. Naja, so versteckt brauchen wir jetzt auch nicht. Es ist ja alles tot. Nein. Pferdchen ist tot. Eiskalt hier drin. Diese Kühlungssysteme sind empfindlich. Die falschen Ventile zu öffnen, könnte es ziemlich hoch hergehen lassen. Aha. Starte den Gasdurchfluss. Öffne die Durchflussventile. Okay. Geil. Jagen wir jetzt das ganze Ding in die Luft? Oh. Kühlhaus. Halt. Nee, halt. Oh, es sind mehrere. Leck mich! Leck dich selber! Oh Gott, ich sehe nichts. Ich bin blind, ich bin blind. Hörst du auf, mich zu schießen? Ich sehe doch nichts. Alter! What the hell? Mach schnell! Schnell! Ist ja nett, in der Kühlkammer ein bisschen warm zu machen. Aber muss das sein? Okay, warte mal. So. War nur der eine? Ja. Genau. Das meine ich auch. Voll. Da ist nix. Das ist nur ein Schleichweg. Da geht's rein. Die Ventile. Ey, was geht? Muss sie drehen. Denn da? Nichts Gutes. Aber immerhin. Was haben wir da?
Sehr schön. Sehr schön. Beautiful. So, Ventile. Will er mir sagen, dass sie hier drin sind? Nee. Die Ventile. Okay. Grün, aber geht nicht auf. Okay. Was haben wir sonst noch? Im Angebot. Voll. Voll. Genau bei den Ventilen ist mir damals das Spiel abgestürzt. Oh nein. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht passieren. Aber wenigstens hat es zwischengespeichert. Ja, das ist sehr gut. Die beiden Ventile da. Drei. Ja, ich glaube, das täuscht. Okay. Oh, verknotet. Scheiße, wieder höher. Ne? So. So. Das war schon mal der erste Streich. Steck mal das Ding weg hier. Und der zweite folgt zugleich. Und. Kein Absturz. Warum muss ich jetzt schnell raus, ne? Ersatzteile ist immer gut. Das System hat sich abgeschaltet. Also hier wieder? Ne, da. Drin. Boing. Oh, Computers. Geht aber nix. Da auch nicht. Hätte ja sein können. Muss ich da rein? Oh, geil, das geht. Ja, muss ich. Steck weg das Ding. Ja. Oh. Achso, ne. Ich dachte, da wäre ein Gegner. Warte, warte, warte. Erstmal die Lage checken. Okay. So. Sabotieren. Mache ich. Und dann macht es bestimmt mächtiger Badaboom. Wo bin ich? Da bin ich. Starte die Maschinen im Admin-Raum neu, um die Jagdhütte zu zerstören. Hahaha. Dieser Jagdraum. Lü-lü-lü. Ah, da muss ich wahrscheinlich. Nein, komm, geh mal. Nein! Na egal. Oh. Ach so, das ist das Ding wieder. Hüpf. Hüpf. Ah.
Können wir auch von der Seite rein. Ist, glaube ich, kürzer. Das war ein Slide. So, und dann garantiert rausrennen. Hoppala. Wo bin ich? Da bin ich. Wo? Wo, 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 wo. Ja, ich höre schon ballern. Minang wimmert. Achso, ich dachte, das Ding fliegt jetzt in die Luft. Hier stinkt es nach Blut und Metall. Beißend scharf und nach Tod. Wo ist Harding? Hast du sie? Hardings Leute wussten, dass wir kommen. Sie sind geflohen. Vor uns davon zu laufen war weise. Das ist Sakru. Sakrotan. Es ist schon lange bei Ewa. Was wollen sie nur mit alten Knochen? Die Toten sind leichte Beute. Harding sucht nach einem Ort mit mehr davon. Einen Friedhof. Die Kluft der Tränen? Sosul ist dort. Wenn er versucht, sie zu stoppen, töten sie ihn. Wir werden ihr Lager angreifen. Ich versammle die Krieger. Soll ich zur Kluft reiten und Sosul warnen? Osten, kommen. Das Schreckenspeer-Team wurde vernichtet. Nehmt eure schmutzigen, blauen Hände von meinen Schafen. Ihr Ton gefiel mir nicht. Warne Sosul. Niemand wird mehr unter ihnen leiden. So, jetzt geht's aber ab hier. Keine Gnade. Ach, guck mal. Jemand zu Hause? Aussichtspunkt Feldlabor. Da kann ich ja nur zwischenlagern, ne? Ist es vorbei? Ist Harding tot? Hi, nein, Sotle. Sie ist geflüchtet. Dann sollten wir sie jagen. Aber ihr Team ist noch dort draußen. Sie suchen etwas. Einen Sakru-Friedhof. Die Kluft der Tränen? Ich kenne Elit. Es ist seltsam, aber wunderschön. Die Himmelsmenschen würden es nicht verstehen. Harding will die Stoßzähne. Sie bringen viel Geld. Menschen überraschen mich oft. Ich bin müde. An Tagen wie diesen fühlt sich der Versuch, die Clans zu vereinen, wie eine nie endende Reise an. Als ob man Schatten in der Dunkelheit jagt. Gibt es da draußen noch einen Salento, der dieselbe Luft wie wir atmet? Die Clans reagieren überrascht auf uns. Reden davon, wie lange sie schon niemanden mehr unseres Zeichens gesehen haben. Aber Pandora ist groß. Selbst der Kinglor-Wald verbirgt Geheimnisse vor den Aranahe, die seit Generationen hier leben. So könnte auch ein Sadentu allein oder sogar eine ganze Familie unbemerkt bleiben. Aber würden sie das tun? Ja. Sich verstecken? Seit Tab vielleicht. Aber all die Jahre ohne die RDA... Jahre in der Kälte und Dunkelheit. Sie hätten sich gezeigt. Oh, eine Gitarre. Vielleicht cool. Sind nur noch wir übrig. Aber unsere Ahnen leben weiter. In den Geschichten der Clans. Dort Geil. Finden wir sie. Und uns. Mit vier Fingern ein bisschen schwierig, was aber machbar. Die Traditionen oder der Eindruck, den man hinterlässt. Ich muss schlafen. Ersatzteile. Es gibt viel zu tun morgen. Was hast du jetzt schon wieder entdeckt, Digga? Ah, hier. Jetzt haben wir wieder so ein Sarintu. Wie heißt das? Schrein? Denkmal? Totem. Ein Sarintu-Totem. Sarintu-Totem. Am Boden müssen Symbole sein.
Dort kann man es am besten betrachten. Ja. Da geht's los. Da lang. Du. Bin ich schon zu weit? Nee. Oder doch? Geht nur darum, dass manche Quests nicht mehr zu bekommen sind, wenn die Haupthandlung schon zu weit fortgeschritten ist. Ah, ja. Das ist natürlich blöd. Sowas mag ich grundsätzlich nicht, wenn es verpassbare Quests gibt. Das hat mich bei Witcher 3 so geärgert. Da habe ich es nur auf 99%, weil ich habe eine Quest angenommen und habe sie halt nicht direkt verfolgt, sondern erstmal was anderes gemacht, weil es auf dem Weg lag, wie es ja bei Witcher einfach so ist. Und als ich dann an dem Ort war, das war ein versunkenes Boot, wo ich irgendwas rausholen sollte aus dem Boot. Aber dann war ich da und es ist einfach nichts passiert. Alter, bin ich falsch gelaufen, ne? Scheiße. Ja, mal gucken, vielleicht finde ich ja noch die Stelle. Ah, da. Wisst ihr, hier geht's eh weiter. Ja, das war sehr ärgerlich mit Witcher. Das hat mich sehr geärgert. 99%. Oh, jetzt habe ich nicht so ganz gesehen, wo es hier weitergeht. Ich laufe mal auf gut Glück. Komm, wir gehen mal da hoch. Ja, ich konnte diese Rente Totems nicht abschließen, weil ich nicht wusste, dass es nach der Hauptstory nicht mehr geht. Ja, das ist ärgerlich sowas, ne? Ah, hier. Das ist sehr ärgerlich. Muss ich hier lang? Ich glaube ja. Da. Tudum. Ich kann mir vorstellen, wie die Sarentu hier rasteten. Bis ein starker Sturm vorbei war. Sie saßen am Feuer und erzählten Geschichten von anderen Clans. Und die Geschichten machten sich auf die Reise. Von einem Erzähler zum nächsten. Wie viele Geschichten wohl schon verloren gegangen sind, seit unser Clan verschwand. Ob wir sie jemals wieder aufleben lassen können? Das ist die Frage.